Ein reich verzierter Gong. Der Gongschlegel fehlt. Ja, wir haben den Griff. Es fehlt halt noch der Rest von dem Gong. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Noch mehr Heiltränke. Wie kann ich helfen? Für euch tue ich alles. Aber natürlich, Schätzchen. Hier, wo's Gold wächst, gefällt's mir. Du lagst stolz. Du lagst stolz. Dies ist ein Monument zur Erinnerung an den Zwerghelden Durlak. Es ist ein Schwert, das tief in den Felsen gerammt ist und nicht herausgezogen werden kann. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, dann reden wir doch mal mit Durlak Stolz. Können wir noch nicht. Okay. Wie ein leibhaftiger Gott des Kampfes trat Durlak gegen die Drow an und erschlug Tausende. Visil Tisme war dem mächtigen Durlak nicht gewachsen. Die Zauber des Drachenweibchens konnten ihm nichts anhaben und ihr Atem war für Durlak nichts als eine sanfte Brise. Es begab sich, dass der Held Durlak und sein bewaffneter Mitstreiter Alu Steinklinge bis in die Tiefen der großen Spalte vordrang. Sie kämpften gegen den furchterregenden Tanari Ekletek und Durlak erschlug den Körper des Dämons mit einem einzigen Streich seiner Axt. Danach zwang er den Geist des Monsters in einen verzauberten Dolch. Das wird der Seelenräuber-Dolch sein. Und Durlak zog in die Trollberge und tötete alle üblen Monster. Beim Lesen des letzten Buches hört ihr ein klickendes Geräusch, als ob etwas aktiviert wurde. Einige Sekunden später hört ihr ein Summen und seht Leuchten, das aus der Richtung des Korridors herüberscheint. Ihr habt meine Taten zum Glanz erhoben, mein Schwert leuchtet nun vor Stolz. Es scheint, als ob ich irgendeine Art Aufgabe erfüllt habe, da ich das Schwert von Durlak zum Leuchten gebracht habe. Ja, ich habe von seinen Taten gelesen. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Mit Vergnügen. Ich bin verletzt. Hau. Haltet doch. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ja, mein. Aber natürlich, Schätzchen. Gut, dann bleiben wir jetzt hier stehen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay, das Kriegerskelett war stark. Trägt doch einfach so zwei Hände mit sich rum. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Für euch, aber natürlich, Schätzchen. Kaputte Waffe. Ich glaube, mit der hatte es sogar was auf sich. Zwei Schnelligkeitsöl. Ja, mein Schatz. Worum geht's? Wie ihr wünscht. Noch eine kaputte Waffe. Pfeile plus zwei.
Trank der Freiheit. Ein Ring. So. Für wenn das euer Wunsch ist. Hallo Grünschleim. Sagt, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Okay, Grünschleim, der langsam ist. Wie kann ich helfen? In solchen Fällen sollte ich die KI ausmachen. Ja. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum, wie ihr wünscht. Ich fühle mich so. Aber natürlich, Schätzchen. So, was haben wir hier? Wurffeil. Identifikationsschriftrollen. Für euch tue ich alles. Bleibt zurück und gebt ab. Aber natürlich, Schätzchen. Ihr habt geläutet. Jetzt rette ich die Lage. Wobei ich die meisten Sachen eigentlich selbst identifizieren kann. Ich könnte eigentlich die Identifikation rausnehmen. Noch eine Hexerei reinnehmen. Und noch eine Hexerei. Ich könnte auch die Spiegelaugen und noch eine Hexerei reinnehmen. Das andere sieht gut aus. Ja, mein... Aber natürlich, Schätzchen. So, wir wissen, wir dürfen Teppich nicht trauen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für mit Vergnügen. Wie kann, wie ihr wünscht. So, wieder mehr Zeug. Kaless, möge die noch eine Falle. Herrschen. Oh, das ist ein schöner Plattenpanzer. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Okay, den kann ich schon nicht mehr. Den Zauber konnte ich lernen. Verwirrung. Zwei Detonationspfeile. Davon hatten wir einen schon zum Glück. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Die praktische Verteidigung. Rüstungsklasse gegen Klingenwaffen. 18 Gewicht nur gerade mal. Das liegt wahrscheinlich an dem Umhang, oder? Ja, aber... So komme ich doch besser hin. Und du kannst das erst recht nicht tragen. Hier bringt das nur nicht recht wenig. Du hast eine Rüstungsklasse von 1 und du hättest halt eine von 0. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Dorn den Prinzenring wegnehmen und er das dafür anlegt, kommt er aufs selbe. Thank you.
Also ist diese Rüstung auch nicht wirklich was wert. Ich mit Vergnügen. Also gut, wir können sie verkaufen. Oh ja, Weintrauben. Wir müssen ja Wein herstellen. Gehe ich mal daran. So. Schleuder plus 1 ist wertlos. Das sind Kugeln plus 2. Das kann weg. Das kann auch weg. Mit Vergnügen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und das da können wir gerade nicht knacken. Hier, wo Gold wächst, gefällt's mir. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Die Schreibtischschublade ist durch einen einbruchsicheres, seltsam aussehendes Schloss verriegelt. Ihr werdet wohl den Schlüsselstein suchen müssen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Oder vielleicht frostigen Tod. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Also ja, ich habe es kommen sehen, aber ich habe es nicht erwartet. Hey, Dawn hat ein Level up. Wie ihr wünscht. Noch ein Einhänder und ein Level up für Dawn. Sein letztes Level up. Hey, das heißt, wir brauchen auch nicht mehr lange für unser letztes Level up. Er kann ja nicht mehr Dawns letztes Level up. Nera hatte ja schon. Das heißt, nur noch ich und Safana können ein Level Up haben. So, 10 Trefferpunkte, ETW und Sagenkunde. Das ist gut. Wenn das euer Wunsch ist. Wie ihr wünscht. Ja, mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Für euch tue ich alles mit Vergnügen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Seltsamer Schlüssel. Kleiner Schild plus 1. Kugeln. Wie kann ich helfen? Ich fühle mich mit Vergnügen. Ah ja, gehen wir mal so Questgegenstände gegen. Auch wenn der jetzt auch voll ist. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Glänzender Belluri. Der Stein passt nicht an diesen Ort und es sieht so aus, als wäre er nicht zufällig hier. Vielleicht hat er eine Bedeutung, vielleicht sogar einen Zweck hier unten. Euch bescheinigt das ungute Gefühl, dass der Edelstein besser nicht verkauft werden sollte. Vielleicht solltet ihr lieber nicht zu habgierig sein und ihn einem Weichen behalten. Normalerweise haben Belliurile eine dunkle, angenehme grüne Farbe, die an Meerwasser erinnert. Manchmal funkelt oder glitzert in ihnen ein strahlendes Licht. Die Farbe dieses Steins unterscheidet sich ein wenig von all derartigen Steinen, die ihr zuvor gesehen habt. Vielleicht wurde eine völlig neue Sorte entdeckt. Auf jeden Fall wirkt er äußerst wertvoll.
Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Munition. So, das sind Kugeln. Plus 1.